Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Insides Maniac Vortex. So, wir haben gerade ganz casual diesen einen Patienten da vergiftet mit einem Kneteburger. Können wir jetzt nochmal in das Zimmer rein? Ich guck nur kurz. Da sollte ich nicht noch einmal wieder reingehen. Ah, okay. Also nicht. Die Beständigen. Huch. Oh, er ist doch wieder reingegangen. Und der Patient ist jetzt weg. Na gut. Okay. Na schön. Dann würde ich sagen, in der Küche und in dem Waschraum waren wir noch nicht. Ich würde sagen, zuerst mal die Küche. Wir haben ja schon mit der Küchendame geflirtet. Also insofern. Ah, die Tür ist verschlossen. Schade. Na gut. Dann in den Waschraum. Oh, ist auch verschlossen. Vielleicht finde ich ja noch einen Schlüssel. Ah, okay, also gibt es hier die Option. Na gut, aber wo ist dann der Arzt? Wir wollten ja eigentlich... Hier waren wir schon bei den ganzen Zellen. Wir wollten ja eigentlich zum Arzt oder die Schere holen. Falls ihr euch erinnert. Aber noch einen Weg scheint es nicht zu geben. Die Kantine, der Aufenthaltsraum... Und nach da hinten konnten wir nicht. Komisch, komisch. Oder habe ich mich jetzt in der Anstalt verlaufen? Ich hoffe doch nicht. Und wir haben rote Knete bekommen. Ein Schokokeks, zerknülltes Papier, violette Stift, Spiegelscherbe, Tasse. Vielleicht können wir mit der Knete und der Spiegelscherbe uns selber eine Schere craften. Anscheinend nicht. Okay. Aber was machen wir dann als nächstes? Und hier geht's auch tatsächlich nirgendwo weiter. Tja. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als überall nochmal ganz genau zu gucken. Das hatten wir schon. Und wir können aus der Knete auch nicht... Probieren wir einfach mal alles mit allem. Sieht schlecht aus. Mist. Was machen wir denn dann? Vielleicht müssen wir nochmal mit unseren Kollegen hier reden, ne? So, wie geht's denen? Marcel, Davis, Carsten und Simon. Ja, woher bekomme ich nochmal eine Schere? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe eine Schere beim Doktor im Büro gesehen. Ich bin da öfter, wenn mir mal wieder auf die Zunge gebissen habe und sie anfängt zu bluten. Okay, vielleicht müssen wir irgendwie simulieren, dass wir bluten. Vielleicht können wir... Ich meine, wir haben rote Knete. Vielleicht können wir damit Blut simulieren? Anscheinend nicht. Aber vielleicht, wenn wir die nass machen. Moment, das finde ich eine gute Idee. Gehen wir mal, ich weiß, wo ein Waschbecken ist, nämlich in unserem Zimmer. Und machen wir da mal, vielleicht können wir aus der roten Knete, wisst ihr, so Suppe machen. Und dann können wir irgendwie halt Blut simulieren. Hat es geklappt? Nicht. Anscheinend nicht. Ach, wir müssen uns nicht selber schneiden, oder? Sehr scharfe Kanten. Da tut man sich schon weh, wenn man nur falsch hinschaut. Wir müssen nicht uns selber mit der Spiegelscherbe schneiden, oder? Augen zu und durch. Was? Nein! Ah! Nein! Oh mein Gott! Ah, scheiße, tut das weh. Auch noch dieses viele Blut. Ah! Was? Ah, Thomas. Ich hätte nicht gedacht, dich so schnell wiederzusehen. Was ist los? Wo bin ich? Du hast dich an einer Scherbe verletzt und bist durch den Blutverlust ohnmächtig geworden. War ich lange weg? So lange, dass wir dich hierher bringen und deine Wunde zunähen konnten. Und deine Hose wechseln. Kann ich jetzt wieder gehen? Ja, gleich. Ich muss nur noch kurz dieses Formular ausfüllen, dass ich dich behandelt habe. Wo habe ich denn meinen Stift?
Irgendwie muss ich an die Schere herankommen. Ja, greift diese doch einfach. Aber so, dass der Doktor es nicht bemerkt. Puh, geschafft. Ah, da ist er ja. So, jetzt ist alles erledigt. Die Wärter sollten jetzt kommen und dich wieder in den Aufenthaltsraum bringen. Beim nächsten Mal solltest du besser aufpassen. Huch, wer läuft da? Wer war denn diese charmante Dame? Ah, da bist du ja wieder. Wir dachten schon, dass wir dich nie wiedersehen würden. Bei dem ganzen Blut, was du verloren hast. Nein, alles wieder gut. Wie kommt man denn auf die Schnapsidee, sich eine Scherbe ins Bein zu rammen? Ich hatte da schon meine Gründe. Okay, und dann haben wir ja jetzt die Schere. Was? Das war der radikalste Weg, die Schere zu holen, den ich je gesehen habe. Ich glaube, Thomas ist wirklich irre. Also nicht nur, dass er komplett casual seine Kollegen vergiftet und so, er rammt sich auch noch für eine Schere. Ich meine, hätte es nicht andere Möglichkeit gegeben, um an einen Stift und ein Papier zu kommen? Ja, wir haben schon Papier und einen Stift. Aber okay. Hier, Dassel, Marvis. Viel Spaß mit der Schere. Tu dir nicht weh. Du wolltest doch eine Schere für dein Stück blaue Kreide. Ganz genau. Zeig mal her, die Schere. Hier. Ja, eine ganz normale Schere. Nichts Besonderes, aber sie sollte wohl reichen. Damit ist unser Tausch komplettiert. Du musst mir noch die Kreide geben. Was? Ach ja, ich will dich ja hier nicht über den Tisch ziehen. Das hier ist meine Seite und da will ich keinen anderen haben. Und zudem hätte ich den guten Ruf von 6 und 6 geschädigt und das wäre das Letzte, was ich tun will. Nimm. Ich danke dir, Darcy. War nett, mit 6 und 6 Geschäfte zu machen. Die Ehre ist ganz meinerseits. Mir wurde übrigens... Oh. Ha, wie siehst du denn aus? Haare schneiden üben wir aber nochmal, Darcy. Sehr lustig. Hättest du mir nicht deinen Spiegel über den Kopf gezogen, hättest ich den benutzen können. Achso, das sagt er, sorry. Den hätte ich dir eh nicht gegeben. Luftig. Ohne den verzagenden Spiegel hätte Thomas die Fähre nie bekommen. Halt die Klappe, Simon. Hey, so ist aber nicht mit mir zu reden. Die ganze Zeit muss es mir das gefallen lassen, wie ihr auf mir herumhackt und euch über mich lustig macht. Und das alles nur, weil ich einen kleinen Sprachfehler habe. Jetzt reicht es mir. Halt die Klappe. Oder soll es dir so ergehen wie Darcy? Was habe ich denn noch zu verlieren? Alter, wie viel Gewalt kommt denn jetzt noch? Kannst du mir das sagen? Weißt du was? Wir konnten dich hier noch nie leiden. Genau. Immer musst du dich hier als Opfer darstellen. Nicht du bist das Opfer. Wir sind die Opfer. Beruhigt euch doch. Niemand ist hier das Opfer. Du bist hier ruhig. Du kannst hier nicht mitreden. Du bist auch einer von denen. Sei ruhig, ich kann's nicht mehr hören. Dein ständiges Beschweren darüber, wie schlecht du es hier hast, nur weil du einen Sprachfehler hast, ist unerträglich. Ihr seid doch daran schuld, dass es mir so geht. Ich kann es nicht mehr hören. Dein ewiges Genörgel. Sei endlich ruhig. Tasse, spinnst du? Du kannst doch Simon nicht einfach so mit dem Hörer abwerfen. Er hat es nicht anders verdient. Genau. Oh, toll, jetzt hast du den Alarm ausgelöst, Tasse. Was für ein Alarm? Was passiert jetzt? Das wirst du wohl unweigerlich erfahren. Danke, Tasse. Oh, das ist ja toll gelaufen. Alle Pläne für die nächsten Wochen sind hinüber. Wenigstens konnte ich mir die Kreide sichern. Da war der Stich ins Bein doch nicht umsonst. Aber hey, immerhin hat man in der Anstalt Zeit. Das Letzte, was einem geblieben ist. Zeit. Unendlich viel davon und trotzdem nichts zu tun.
die Zeit verläuft anders. Wenn ich aus dem Fenster gucke, kann ich oft nicht einmal die Tageszeit abschätzen. Dafür habe ich die Routine des Aufstehens, Sammelns, Essens und wieder Schlafens fast verinnerlicht. Was bleibt mir auch noch anderes übrig? Sollte ich noch einen Versuch unternehmen, nochmal einen Plan ausarbeiten, wie ich aus der Anstalt entkommen kann? Soll ich mich anpassen, mich möglichst normal verhalten und auf ein besseres Schicksal hoffen? Nein, das wäre eine Niederlage. Ein Triumph der Anstalt. Dann wäre ich irgendwann gebrochen und würde mir die Angepasstheit nicht mehr spielen. Ich erinnere mich kaum noch, wie ich in meinem früheren Leben war. Alles verschwimmt und dreht sich wie die Rotorblätter des Ventilators. Die ersten Namen meiner Freunde sind schon kaum noch erkennbar. Es gibt keine Wahl. Ich muss es wagen. Es hat schon einmal jemand geschafft. Es kann nicht unmöglich sein. Naja, wobei, ich kann es nicht so wie der Unbekannte machen. Geiseln nehmen scheidet aus. Ich muss es irgendwie unbemerkt und verdeckt schaffen. Irgendwo in diesem gottverlassenen Ort müssen auch die Aufzeichnungen sein, die ich gemacht habe, welche die Oberin dann eingesackt hat. Vielleicht muss ich ja gar nicht die Anstalt verlassen, sondern nur die Akten der halbfertigen geschriebenen Artikel. Der Artikel, welchen ich nie hätte schreiben sollen. Der Artikel, dem ich meine jetzige Situation verdankte. Was muss ich auch immer so neugierig sein? Ich brauche irgendeinen Plan, wie ich hier herauskomme. Ich will hier nicht bis zu meinem Lebensende versauern. Papier und Stift wären schon mal ein Anfang, damit ich wenigstens Klarheit darüber verschaffen kann, was hier passiert ist. In meinem Kopf herrscht heilloses Chaos. Ich muss es irgendwie ordnen, sonst sitze ich hier fest und kann gar nichts tun. Gar nichts. Scheiße. Och. Seien Sie mal leiser da drin, Nummer 5, sonst kommen Sie noch in den isolierten Trakt. Ich habe heute echt keine Lust mehr auf weitere Streitereien. Wie konnte das passieren? Wie konnte was passieren? Mir wurde gerade zugetragen, dass einer der Patienten verletzt wurde. Unmöglich. Die Presse wird es als gefundenes Fressen dienen. Wie kann man sich nur so amateurhaft verhalten? Wenn auch nur ein Wort über diesen Zwischenfall nach außen dringt, werde ich persönlich Maßnahmen gegen sie einleiten. Beruhigen Sie sich doch. Beruhigen? Wie soll ich mich beruhigen, wenn ich anscheinend die Einzige bin, der an dieser Anstalt, an diesem traditionsträchtigen, wunderbaren Ort etwas liegt? Wenn sie sich nur noch eine solche Aktion leisten, dann war's das. Und passen Sie gefälligst auf diese Nacht. Puh, ich dachte, ich müsste ewig dort sitzen. Was sollte ich nochmal tun? Ah ja, genau. Ich wollte die Kreide benutzen. Aber was wollte ich damit tun? Ein Bild malen? Nein, richtig. Ich wollte meine Aufzeichnungen an die Wand schreiben, damit ich nicht wieder alles vergesse. Na, dann wollen wir mal. Puh, es ist schon etwas auffällig, wenn hier irgendjemand reinkommt. Könnte Ärger geben, wenn das entdeckt wird. Schließlich sind meine Nachforschungen der Grund, warum ich hier bin. Ich sollte also Sachen suchen, um die Malerei abzudecken. Okay, also ich muss mal kurz sagen, ich glaube, es gab Zeitsprünge, aber ich glaube, sie hätten die Zeitsprünge noch ein bisschen deutlicher machen sollen. Weil ich war jetzt voll verwirrt. Ich dachte, er wäre erst einen Tag hier oder zwei. Und dann kam plötzlich dieses, ach, ich sitze schon ewig hier drin, ich vergesse die Namen meiner Freunde. Wisst ihr, was ich meine? Das hat mich ein bisschen verwirrt, aber das war neulich schon so, als er irgendwie den ganzen Ablauf kannte und ich
deswegen verwirrt war. Also er ist anscheinend schon richtig, richtig lange hier. Und ich frag mich, ob irgendwas hier in der Luft ist oder irgendein Gas. Aber wir haben jetzt die blaue Kreide. Okay, wir haben die rote Knete und den Schokokeks. Können wir mit der Knete die zudecken? Das würde ja direkt auffallen. Ja, was weiß denn ich? Ich muss die Knete irgendwie in die gleiche Farbe der Wand umfärben. Aha, okay. Also die Knete war schon eine gute Idee. Wir brauchen nur eine andere Farbe. Ich meine, wir könnten ein bisschen Blau dazu mischen. Aber das scheint nichts zu bringen. Vielleicht das irgendwie auflösen in der Tasse mit Wasser. Ich fand ja immer noch das Auflösen eine gute Idee. Aber anscheinend nicht. Okay, na gut, dann nicht. Dann gehen wir mal raus und gucken uns mal um. Ah ja, hier, Henry. Wer ist das denn? Hey, geht's dir inzwischen wieder besser? Das ist gar keine Frau. Ja klar, war nur ein kleiner Unfall mit einer Scherbe. Keine große Sache. Warum warst du denn beim Doktor? Ich habe vom Doktor Medikamente verschrieben bekommen, damit es mir besser geht. Du bist schon ganz schön lange hier, oder? Ja, meine Einweisung liegt schon eine ganze Zeit zurück. Ich kann mich kaum noch erinnern, aber du siehst ja, man überlebt es schon. Wenn du sonst irgendwelche Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden. Ich kenne die Anstalt wie meine Westentasche. Hast du welche? Okay, gibt es hier noch andere Etagen? Das Haus sieht von außen größer aus. Hast du jemals mitbekommen, dass es hier einen Ausbruch oder einen Ausbruchsversuch gab? Es gibt da einen abgesperrten Raum. Weißt du irgendwas darüber? Oder nein, keine Fragen mehr. Nee, wir stellen die ganzen Fragen. Jedenfalls, so habe ich das gesagt. Ja genau, dass hier irgendwas in der Luft ist, dass man irgendwie vergisst oder dass man so ein bisschen... Ja, er wirkt halt so ein bisschen abwesend. Und ich frage mich halt, ob er wirklich irre ist, weil... Er vergisst halt so Sachen und sich eine Scherbe ins Bein rammen, ist wirklich ein bisschen übertrieben. Okay. Gibt es hier noch andere Etagen? Das Haus sieht von außen größer aus. Ja, es gibt noch einen anderen Flügel, aber mit denen haben wir keinen Kontakt. Oh. Warum nicht? Dort sitzen die ganz schlimmen Fälle, dagegen sind wir total normal. Verrückter als hier? Kaum zu glauben. Kaum zu glauben, aber wahr. Das erinnert mich ein bisschen an Silent Hill, wisst ihr? Wo, da gab es doch auch immer diese Gerüchte die ganze Zeit. Ne, ich meine nicht Silent... Meine ich Silent Hill? Diesen Film, diesen Horrorfilm mit der Anstalt, wo der Typ drin war. Und es wurde die ganze Zeit geredet von diesem einen schlimmsten Verbrecher, der irgendwie in einem anderen Bereich ist oder so. Shutter Island, meine ich, glaube ich. Ich glaube, ich meine Shutter Island. Okay. Hast du jemals mitbekommen, dass es hier einen Ausbruch oder einen Ausbruchsversuch gab? Und? Wäre mir nicht bekannt. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ich wüsste auch nicht, warum man das tun sollte. Uns geht's doch ganz gut hier. Außerdem sind die Wärter sehr aufmerksam. Okay, da gibt es diesen einen abgesperrten Raum. Weißt du darüber irgendwas? Ja, das ist der Waschraum. Der ist normalerweise immer zu, also kommt man nicht so einfach rein. Aber? Okay, nicht einfach. Gibt es einen komplizierten Weg, da reinzukommen? Ach so, weil er gesagt hat, nicht einfach rein. Es gäbe da schon eine Möglichkeit, aber was willst du da drin überhaupt? Ich meine, vielleicht mich waschen? Ach so, wahrscheinlich meinst du mit Waschraum so Wäscheraum, ne? Wo die Waschmaschinen stehen und nicht genau, ob unsere Wäsche gewaschen wird. Das ergibt mehr Sinn, weil ich dachte gerade, hä, warum hat er den Waschraum denn noch nicht gesehen? Ich dachte, da wären so Duschen drin. Ich würde mir gerne ansehen, ob unsere Wäsche gewaschen wird. Habe beim letzten Kontrollgang mein Hemd vergessen und bekomme sonst sicher Ärger. Oder, ich bin einfach neugierig. Ich meine, das mit dem Hemd glaubt er uns doch nicht, wir haben doch eins an. Ich würde sagen, ja, einfach mal ansehen. Ich würde mir gerne mal ansehen, ob unsere Wäsche gewaschen wird. Ich habe nämlich nicht das Gefühl. Dafür musst du dir doch eigentlich nur unsere Kleidung ansehen. Okay, dann habe bei dem letzten Kontrollgang mein Hemd vergessen und bekomme sonst sicher Ärger.
Die würden nicht mal bemerken, wenn du jede Woche dein Hemd vergisst. Ich glaube dir nicht. Okay, dann. Ich bin einfach neugierig. Jetzt komm. Ich bin einfach neugierig. Neugierig? So, so. Wenn du es riskieren willst, wüsste ich einen Weg. Lass hören. Also, ich beobachte diesen Werte, der die Kontrollgänge auch macht, schon eine ganze Weile. Und der gute Mann ist nicht mehr der Jüngste. Ich denke, ich bin ihm so weit überlegen, dass ich ihn kurz ausnocken könnte und ihm den Schlüssel zum Waschraum abnehmen kann. Ah, oha. Das ist immer ein gewalttätiges Spiel. Allerdings müsstest du mir einen Gefallen tun. Bei der liebreizenden Küchendame gibt es manchmal Kekse. Allerdings hatte ich einen Streit mit ihr und seitdem gab es die auch nie wieder in der Küche. Oh, will er einen Keks? Wir haben einen. Kein Problem. Wenn du sie ganz lieb fragst und ihr vielleicht ein paar Komplimente machst, kommen wir ins Geschäft. Ja, kein Problem. Ich bin dir weit voraus, denn ich habe schon längst einen Keks. Keine Fragen mehr und, ja, bitteschön. Ah, sehr gut. Danke. Da werde ich mal meinen Teil der Abmachung erfüllen. Warte einfach hier. Ich kümmere mich um den Wärter. Oha, das tut mir so leid. Bitte tu dem armen alten Mann nichts. Oh Gott. Okay. Alles klar. Soll ich rübergehen? Ich gehe mal gucken. Huch. Dann kann ich jetzt in den Waschraum? Die Tür ist fest verschlossen. Ja. Hier entlang? Wo ist er denn jetzt? Oh! Hier, der Schlüssel. Ich brauche ihn dringender als er. Ja, du bist ganz schön herzlos, muss ich sagen. Wärter, geht's dir gut? Er sieht so aus, als würde er schlafen. Ah, es wird schon gut gehen. Okay, alles klar. Dann gehe ich schnell von der Szene des Verbrechens weg, würde ich sagen. Es endet sonst nur nicht gut für mich. Dann mal ab in den Waschraum. Zack, und die Tür ist offen. Andererseits, wenn wir derjenige im Waschraum sind... Moment mal, war hier nicht... In dem Waschraum waren wir doch, als wir ganz am Anfang, erinnert ihr euch? Da muss ja hier ein Ausweg sein eigentlich. Wobei, ich glaube, wir haben uns nur hier drin versteckt, ne? Ein Wäschehaufen. Ein Haufen von benutzten Bettlaken. Ah, damit können wir bestimmt die Wand abdecken, ne? Das hat eine sehr ähnliche Farbe wie die Wand. Okay, jetzt können wir die gar nicht mal angucken. Ein Stift. Den brauche ich bestimmt dringender. Ja, klar. Du bist so egoistisch, Alter. Ein grüner Stift haben wir diesmal. Wem der wohl vorher gehörte? Alles klar. Und du wirst ihn wieder nicht zum Schreiben benutzen. Schließlich brauchen wir dafür Knete. Nee. Kreide, wollte ich sagen. Voller schmutziger Wäsche. Da ist nichts Interessantes drin. Okay, können wir noch Waschpulver mitnehmen? Vielleicht, um wieder jemanden zu vergiften? Verschiedenste Arten von Waschmittel. Ob die wirklich die Kleidung reinigen, weiß ich ja nicht. Okay, nimmst du was mit? Nie im Leben. Okay, und die Waschmaschinen? Drei Waschmaschinen, zwei Trockner und trotzdem ist ja alles dreckig. Magst du mal benutzen? Ich habe keine Wäsche zu waschen. Okay, dann anscheinend nicht. Und zu trocknen wohl auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder, bevor jemandem auffällt, dass wir hier drin sind. So. Dann haben wir jetzt ein Bettlaken und damit können wir vielleicht, wenn wir das mit der Knete an die Wand kleben, unsere wunderschönen Notizen abdecken. Okay, so funktioniert es schon mal nicht, aber wir können vielleicht einfach so. Dann wollen wir den Spaß mal verstecken. Es reicht aber noch nicht, um alles abzudecken. Ein kleiner Teil ist noch sichtbar. Ah, Mist. Dafür die Knete, aber die hat ja immer noch die falsche Farbe. Ja, es würde direkt auffallen. Okay. Das werde ich nicht mitnehmen. Weiß nicht, was da davor stand. Ja, das sollte alles abdecken. Tut's aber nicht. Das habe ich nicht ohne Grund dort angebracht. Ja, okay. Er will es nicht mitnehmen. Können wir aus dem Bett noch irgendwie noch mehr Laken nehmen? Nein, er möchte sich nicht schlafen legen. Aber soll er auch gar nicht. Okay.
Na, dann müssen wir wohl uns einfach nochmal umgucken, ob wir irgendwo Farbe finden oder so. Vielleicht gibt es ja heute Zeichentherapie, nachdem, wisst ihr, nachdem letztes Mal die Knetherapie war. Es könnte ja durchaus sein. Ins Therapiezimmer, gucken wir mal. Da sollte ich nicht nochmal wieder reingehen. Das hast du letztes Mal auch gesagt, oder hast du es trotzdem gemacht? Okay. Aber anscheinend keine Knetherapie. Dann gehen wir mal wieder. In die Küche kommen wir immer noch nicht, nehme ich mal an. Ja, okay. Aber wir kommen ab jetzt in den Waschraum. Vielleicht, wenn wir die Knete und die blaue Kreide zusammen waschen oder so, dass es abfärbt? Anscheinend nicht. Na gut. Dann gehen wir mal wieder. Vielleicht ist ja jetzt im Aufenthaltsraum was Neues. Ich meine, hier hat sich ja ein bisschen was verändert wohl in den letzten Tagen. Oder in der Kantine, das können wir auch gucken. Wirkt jetzt nicht so. Okay, dann gehen wir mal wieder. Und was geht im Aufenthaltsraum ab? Was ist denn hier passiert? Heilige Scheiße. Asche. Okay. Ein kleiner Haufen Asche. Was da wohl verbrannt ist? Okay. Soll ich mir Sorgen machen? Der Tisch ist... Sogar der Tisch ist halb verbrannt. Da mache ich mir doch nur die Hände schmutzig. Die Jukebox? Die Jukebox ist ziemlich zerstört. Sieht so aus, als wäre das Feuer hier ausgebrochen. Welches Feuer? Hier war Feuer? Das fasse ich nicht an. Davon werden ja meine Hände ganz schwarz. Vielleicht werden wir wirklich wahnsinnig, Leute. Ich habe meine Zweifel, ob das hier noch so mit rechten Dingen zugeht. Kneten wir mal die Asche in die Knete. Dann werden wir mal sehen, ob die Asche die Knete grau färben kann. Geht doch. Okay. Und damit können wir dann den letzten Rest abdecken. Alles klar. Ich muss sagen, ich bin schon ziemlich besorgt. Das macht mir alles große Sorgen. Und wo sind überhaupt die anderen, ja, Gefangenen, ne? Ihr wisst schon, unsere Kollegen halt. Okay, dann verdecken wir erstmal die Aufzeichnungen. Das sollte nicht auffallen. Ganz ehrlich, das sieht man aber schon. Also, Zellenkontrolle, bleib wo du bist. Was soll das denn sein? Viel wichtiger, wie bist du an die Sachen herangekommen? Die habe ich gefunden. Hör doch auf zu lügen. Die Bettlaken sind nicht zugänglich für einen Insassen. Du musst also in den Wäscheraum eingedrungen sein und hast es geklaut. Nein, habe ich nicht. Am Wäscheraum waren aber keine Einbruchsspuren. Du hattest demnach einen Schlüssel. Hast du etwas mit dem Angriff auf den Wärter zu tun? Welcher Angriff? Lass mich dich einmal durchsuchen. Was haben wir denn da? Den Schlüssel für den Wäscheraum. Damit bist du überführt. Kommen wir nun zum Diebesgut. Was hast du damit vor? Ich wollte mir ein Himmelbett daraus bauen. Ein Himmelbett? Ja, ein Himmelbett. Ist doch alles viel gemütlicher mit einem Himmelbett. Verarschen kann ich mich allein. Ich gucke mir das mal genauer an. Was ist denn das? Noch ein Vergehen von dir. Was denn für ein Vergehen? Verschmutzung und Verunstaltung der eigenen Zelle. Verunstaltung? Wohl eher Verschönerung? Sei ruhig, du wirst jetzt erst einmal mitgenommen. Danach wird über dein weiteres Schicksal entschieden. Oh, Fuchsberger Anzeige, Kapitel 2. Wie komme ich hier raus? Okay, ehrlich gesagt, ich wäre auch hart überrascht gewesen, wenn das tatsächlich geklappt hätte. Hey, hey, hilf mir. Weitergehen. Lasst mich. Hey, los jetzt. Guten Tag. Ah, du bist also der Neue. Ich bin Sebastian. Ich sorge hier für etwas Ordnung. Ich bin Thomas. Gut geredet. Ich muss meinen Bericht schreiben. Genug geredet, hat er gesagt. Okay, wir sind jetzt also in der Schwerverbrecheranstalt. Der Typ sieht schon richtig böse aus. Cool. Hier ist eine Socke. Können wir die Socke mitnehmen?
Die war schon da, als ich hergekommen bin. Na dann, nimm mit. Auf keinen Fall. Wer weiß, wer die vorher hatte. Ja, na gut, das stimmt. Das ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Alles klar, Leute, aber ich würde sagen, hier in der Schwerverbrecherabteilung gucken wir uns um in der nächsten Folge von Insides Maniac Vortex. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!